wenn sich der Stecher aus dem Staub macht. Hab mein erspartes Geld einem Tätowierer gegeben und danach war er nicht mehr aufzufinden. Oder seine Berufung eindeutig verfehlt hat. Ja, hier hat er das Kundenschlaf gehabt, ist er eingeschlafen. Und hier hat er dann nur noch die Nadel gehalten und hat geschlafen. Stellt sich nur noch eine Frage. Es gibt so viele Berufe auf der Welt, warum muss er gerade das machen? Aber der Reihe nach. Auch diese Woche heißt es wieder 1000-mal Horror auf der Haut und sie sollen es retten. Die Tattoo-Profis Bertie, Mick, Nancy und Randy aus Deutschlands erster Castingshow für Horror-Tattoos. Sie wollen die Ehre ihres Jobs wiederherstellen, denn was sie in Leipzig zu Gesicht bekommen, bringt sie an den Rand der Sprachlosigkeit. Oh, das ist wirklich massiv. Ich nenn's mal Tattoo-Müllhaufen. Doch nur drei der Hautpfuschereien werden am Ende von den Profis durch ein Cover-up in ansehnliche Hautmalereien verwandelt. Und eine, die das dringend nötig hat, ist Caro. Hey, das ist der Grund, warum wir hier sind, ne? Ja. Richtig schön beschissen, super. Ganz genau, denn ihren Unterschenkel schmückt eigentlich das Cover einer berühmten Band. Das Problem, das Cover lässt sich beim besten Willen nicht erkennen. Warum hast du mir das angetan? Ey, ja, und auch Christoph plagt dasselbe Schicksal. Na, erkannt, wer sie hier von seinem Oberschenkel aus anlächelt? Nein, wir helfen gerne. Das Tattoo habe ich mir damals stechen lassen, 2 Wochen nachdem Paul Walker damals gestorben ist. Aber schlimmer geht's ja bekanntlich immer, so wie bei Annette. Alle, die das sehen, ja, haltet euch bitte von diesem Scheißwärm. Das sieht aus, als wenn du einen extrem schweren Unfall hattest. Dabei wollte sie eigentlich ihren toten Vater ehren und geriet dabei zunächst in die Hände eines talentfreien Tätowierers und dann auch noch an einen völlig ahnungslosen Heilpraktiker. Auf jeden Fall bin ich aus dem Tattoo-Studio raus und mein erster Gedanke war, wie werde ich das Tattoo jetzt los? Kam ihm die neue Methode mit der Milchsäure-Technik und dann ist zwar die Tinte weg, die Farbe, aber es sollte angeblich narbenfrei sein. Aber das ist doch vorsätzlich bewusste Körperverletzung. Und das ist noch lange nicht der einzige Tattoo-Unfall. Welches der Farbmassaker eine Chance auf ein Cover-up hat, das sehen Sie heute Abend in Horror-Tattoos Deutschland. Wir retten deine Haut um 20.15 Uhr auf 6. Hörner auf der Stirn, farbige Pupillen, Piercings und eine gespaltene Zunge, mit der Viktor Peralta noch auf andere Weise schockieren kann. Es ist das schaurige Schönheitsideal eines Ehepaares, das es mit all seinen bizarren Body-Modifications bis ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.